Ja, ich bin jetzt für eine Nacht ans Wasser. Ist ein bekannter Spot. Die Fische sind unwahrscheinlich fressfaul, also das hatte ich hier so gut wie gar nicht gehabt. Wir hatten ja die letzten zwei Tage extremer Wind, Gewitter. Also ich denke, wenn ich da draußen gewesen wäre, wäre es bestimmt gut gelaufen. Also ich bin jetzt so 3,5 Stunden hier. Ich habe dann auch mal Pellets drauf gefüttert. Es waren ein paar Karpfen da, aber mehr unter an der Kante, also vor der Krautkante. Die nehmen so gut wie nichts auf. Gut, ab und zu kommt man an der Brasse vorbei. Ja, ich habe jetzt noch ungefähr 3 Stunden, dass es hell ist, dass es funktioniert. Ich bin echt mal gespannt. Also das so extrem hatte ich es noch nicht. Jetzt speziell hier an dem Gewässer. Ja. Ich habe jetzt auch mal mit Pop-Up-Form das Haar am Haken fixiert. Ja, weil mich hat nämlich gestern jemand angesprochen. Ich war gestern mal im Angelladen und da hat mir jemand gefragt, ob es da Qualitätsunterschiede gibt. Ich weiß jetzt nicht, habt ihr da so Erfahrungswerte? Also anscheinend gibt es Qualitätsunterschiede. Ja. Das meistgekaufte ist ja das der Farbe Weiß. Es gibt einen Hersteller oder mehrere Hersteller oder Anbieter, sage ich jetzt mal, die haben ja jetzt so farbige. Ich muss sagen, habe ich jetzt schon seit Jahren, funktioniert einwandfrei. So nach 50 Sekunden kommt es nach oben. Ja. Dann sieht man auch, ob man richtig auf dem Spot liegt. Eigentlich sehr beliebtes Utensil. Ich habe jetzt natürlich die hier bekommen von jemandem. Die sind ziemlich dick. Ja. Ich hatte die, ich sag mal jetzt, montiert auf das Haar, auf den Hake, auf die Montage abgelegt vor die Kamera. Also der Auftrieb ist enorm, gerade speziell wenn man fischt so über dem Kraut. Hat man eigentlich gut imponiert, gefällt mir sehr gut. Aber ich meine, nach einer Viertelstunde bei einer Wassertemperatur von 24 Grad, ich weiß nicht, das hat mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Jetzt frage ich euch, was habt ihr so? Was benutzt ihr? Habt ihr das Problem schon mal gehabt? Also, macht's gut. Ciao.